Hallo. Hallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, was auch immer. Herzlich willkommen zu Folge 800 dieses wunderschönen Minecraft Let's Plays. Und es ist natürlich Folge 900, ne? Es ist Folge 900, nicht 800. Das ist natürlich direkt mal ein guter Start in dieses Video. Ja, heute ein Special, weil es ein Specials bedarf. Das ist ja wohl klar. Zu so einer schönen Jubiläumsfolge, da muss es einfach ein Special sein. Ich habe hier schon einige Sachen gesammelt. Ihr seht das vielleicht unten. Ich habe ein bisschen gecraftet, ein bisschen gemacht, ein bisschen getan. Ich habe ein paar Tränke gedingst hier. Heiltränke, Stärketränke. Wir haben aus irgendwelchen Gründen Obsidian und weiße Wolle dabei, was wir jetzt gar nicht brauchen. Aber wir haben es halt dabei, weil wir es dabei haben. Und ich will euch mal nicht so auf die Folter spannen. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen schneller und werden mal zum Orte des Geschehens gehen. Denn heute ist die specialige Special-Folge. Und ich weiß nicht ganz genau, wie wir nach dieser Special-Folge weitermachen. Hatte nämlich eine Idee, ob wir nicht mal was anderes machen können, als immer nur hier in unsere Welt craften und blabiblub, dass man mal ein paar Special-Folgen macht, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. Bin euch ganz sicher, ob wir es dann so machen oder nicht. Hab ein bisschen wenig Essen dabei. Kann das sein? Ich hoffe, es wird reichen einfach. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Spielen wir auf? Wir spielen auf schwer natürlich, so wie sich das gehört. Wir haben unsere Rüstung an. Wunderbar. Und dann gehen wir einfach mal dahin, wo wir jetzt hingehen. Das wird bestimmt ein richtiger Spaß. Ich freue mich bereits drauf. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht nochmal schlafen gehen sollten, aber ich glaube, wir nehmen es einfach, wie es kommt und gehen nicht schlafen hierfür. Und ihr fragt euch vielleicht, für was? Tja, das habe ich mich auch gefragt. Wie kann man so ein Special machen? Was kann man tun, um so eine Folge auch wirklich so episch zu gestalten, wie sie nun mal sein soll? Denn so viele runde Folgen gibt es ja nicht. Gibt ja immer nur alle 100 Folgen mal die Möglichkeit, ein Special zu machen. Und da, finde ich, haben wir schon in diesem Let's Play einige gute Specials gehabt. Mit lustigen Ideen, mit coolen Ideen. Ich finde, da war schon Gutes dabei. Die Großstadt, ne? Da war mal was. Die Großstadt. So, und wir gehen jetzt mal diesen Weg entlang. Der Weg des Schicksals, wenn man so möchte, den wir schon ein paar Mal lang gegangen sind. Und vielleicht fragt ihr euch auch jetzt wieder, warum sollte man jetzt diesen Weg entlang gehen? Ich meine, hier hinten kommt ja eigentlich nichts mehr. Will er etwas schon wieder eine Reise machen? Aber warum? Also ich meine, Reisen schön und gut, aber ja, warum? Wir sind übrigens noch in der Version 1.19, also 1.19.4. Das wollte ich noch mal ganz kurz anmerken, weil mittlerweile ist ja das große, tolle Update mit der 1.20 rausgekommen. Ich habe es mitbekommen. Auch coole Neuerungen, wie ich finde. Das werden wir uns alles natürlich noch zu gegebener Zeit. Guten Tag. Das werden wir uns alles noch zu gegebener Zeit anschauen. Diese gegebene Zeit ist nicht jetzt. Das möchte ich schon mal ganz kurz an der Stelle festhalten. Stattdessen machen wir jetzt etwas anderes. Und ich spanne euch nicht weiter auf die Folge, auf die Folter. Es ist natürlich ein episches Special. Es soll ein episches Special sein und es soll etwas sein, was wir in diesem Special machen, was wir bislang in diesem Let's Play noch nicht getan haben, damit es sich auch lohnt. Und am besten, ich stelle mal die Sichtweite ein bisschen runter, weil es soll hier nicht ruckeln. Das wäre ganz nett. Ihr seht's, ihr kennt diesen Ort. Vielleicht kennt ihr ihn noch, vielleicht auch nicht. Wir hatten mal vor zig Folgen, vor richtig vielen Jahren, da war die Welt noch eine komplett andere und YouTube noch ein komplett anderer Ort, haben wir mal diesen Krater hier erschaffen. Und zwar mit der More Explosive Mods. Also mit der More Explosives Mod, da gehört das S hin. Diesen Krater haben wir mal erschaffen. Ihr seht ihn. Ich habe ihn noch ein bisschen ausgehübscht, weil hier überall Wasser war. Dachte ich mir, wäre doch cool, wenn hier überall Lava ist. Und hier unten habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und da ist noch unser Pferd. Nein, das darf da natürlich nicht bleiben. Das muss ich sofort wegbringen. Damit bin ich hierher geritten, um mir die Location nochmal anzuschauen. Aber das ist natürlich Quatsch. Das soll hier nicht sein. Aus bestimmten Gründen kann ich das nicht verantworten, wenn das hier ist. Und ihr seht, wir haben hier schon so ein paar Eisenblöcke hin platziert. Ich dachte mir, wir spielen hier mal eine Runde Schach. Und die Eisenblöcke sind quasi die weißen Figuren. Und dann gucken wir mal, wer so die schwarzen Figuren bewegt oder so. Nein, wir spielen natürlich keinen Schach. Das ist natürlich alles nur Bullshit.
Ich sollte das Ding mitnehmen. So. Ja, also geht gleich los mit dem Special und so, ne? Aber wir machen hier was. Ich hatte auch lange überlegt, wo wir das Special machen. Am Anfang hatte ich gedacht, wir machen das vielleicht im Ende. Aus gewissen Gameplay-technischen Gründen, die ich euch erklären kann, sobald wir das Special begonnen haben. Aber dann habe ich mir gedacht, naja gut, das wäre vielleicht schon ein bisschen unepisch, weil das Ding ist, also der Vorteil am Ende wäre natürlich, wenn unser Special schief geht, dann haben wir ja nichts zu befürchten, weil dann ist halt im Ende schief gegangen und nicht in unserer Welt, wo wir immer bauen und Spaß haben. Und ich finde aber gerade diesen Gedanken, dass eben auch in unserer normalen Welt, in der wir immer bauen und Spaß haben, was schief gehen kann. Das finde ich eigentlich ganz spannend sogar. Und deshalb gehen wir jetzt mal das Risiko und machen hier mal was. Ne? Machen hier mal, ups, machen hier mal was Specialiges. Jetzt erstmal Jump and Run mit dem Pferd. Das ist auch Teil des Specials. Hat keiner kommen sehen, nicht mal ich. So, dann platzieren wir mal das Pferd hier so. Tack und tack und tack. Und wenn wir schon dabei sind, wir haben ja hier einiges an Holz und so dabei. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Aber wir haben Holz dabei. Blöd, ey. Hör auf damit. Hör auf, so blöd zu sein. So. Wenn wir schon mal hier sind, wenn wir schon mal die Items dafür haben, dann machen wir uns doch hier noch ein Bett. Schlaf noch mal eine Runde. Ist noch nicht Nacht? Na gut, dann warten wir halt noch mal ein paar Sekunden. Und ich erzähle euch schon mal, was wir machen. Und ihr habt es wahrscheinlich, ich habe es ja auch schon mal angekündigt, dass wir das machen und blabiblub. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, wir machen heute einen Wither-Kampf. Das soll das Special sein. Hier vorne habe ich schon alles aufgebaut. Hier habe ich unsere Vasallen aufgebaut, sozusagen, die für uns in den Krieg ziehen werden. Wir machen das natürlich nicht ohne Unterstützung, weil das wäre mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Deshalb auch die Tränke. Ja? Also Tränke der Heilung für uns und Tränke der Stärke für uns, aber auch für den Wither. Denn es gibt ja in Minecraft die Regelung, dass untote Kreaturen die Effekte genau andersrum wahrnehmen. Und ich glaube, der Wither zählt zu den untoten Kreaturen. Das heißt, wenn wir einen Trank der Heilung trinken, dann heilt er uns. So, hoppla, das musste gerade noch gezogen werden, sorry. Aber wenn der Wither einen Trank der Heilung kriegt, und deshalb sind das auch alles Wurftränke, dann schadet ihm das. Und deshalb, das war der Gedanke dahinter. Und ja, wir pacen einmal hier runter. Und jetzt werden wir uns in die Schlacht begeben, Leute. Und wie gesagt, wenn es halt schief geht, deshalb wollte ich das erst am Ende machen, weil da hätten wir natürlich auch mit Betten arbeiten können. Und hätten den mit Betten explodieren lassen können und so. Ich weiß, man kann den Wither theoretisch auch am Ende besiegen, indem er den da irgendwie in den Bedrock glitcht, was aber irgendwie total lame ist. Das wollen wir nicht machen. Und was ich jetzt auch nochmal mache, ich mache hier nochmal ein paar Ablenkungshühner hin. Ich hoffe, es schlüpfen ein paar. Deshalb auch die ganzen Eier. So, ein paar Ablenkungshühner, weil dann der Wither eventuell auf die Hühner geht und nicht auf uns. Auch das wäre natürlich traumhaft. So, und dann schnapp ich mir mal die ganzen Kürbisse, die ich hier schon so schön aufgestellt habe. Und dann machen wir uns schon mal die Eisengolems. Das hat richtig viel Eisen gekostet, diese ganze Geschichte hier. Also wir sollten besser mal gewinnen. Aber es wird sich natürlich lohnen, sollten wir gewinnen. Denn dann kriegen wir ein Item, was noch viel, viel besser ist als jeder Kürbis und als jeder Eisengolem. Eisen ist schnell gefarmt. Das Item, was wir eventuell kriegen können, nicht. So, Leute, dann wollen wir mal, ne? Sau, Leute, dann wollen wir mal, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich das hier alles in einem Stück aufnehmen kann, übrigens. Das ist auch nochmal so ein Thema. Eventuell muss ich mal zwischendurch eine Aufnahmepause machen, wie das halt so ist, wenn man erwachsen ist. Man hat nicht mehr so viel Zeit zum Zocken, blablablub, man kennt's. So, dich mach ich mal kaputt, bevor du uns auf die Nerven gehst. Zack und zack und zack und zack. Egal. Überhaupt nicht getroffen. Egal. Okay, und wir gehen rein. Ich nehme direkt mal einen Trank der Stärke. So. Und dann machen wir. Ein Fehler. Cool. Ich mach Musik an. So, ich habe nämlich Musik vorbereitet. 2 und 3. Und jetzt lädt er sich auf und dann geht's los, Leute. Seid ihr bereit? Ich bin's auf jeden Fall nicht. Ich hab Schiss. Warte mal, wir machen mal das hier rein. Und machen mal das hier rein. Und dann lege ich mal los. Aua. Hör auf, mich zu attackieren, du Assi. Okay, wir haben auf jeden Fall auch Äpfel dabei.
Finde ich gar nicht mal so. Danke. Nein. Aua. Wir haben auf jeden Fall auch goldene Äpfel dabei. Ich denke mal, es ist ganz gut, wenn wir sowas dabei haben. Ach, und der hat einen Glowstone kaputt gemacht. Deshalb. Ja, der reißt hier ganz schön Löcher in die Landschaft, was natürlich gar nicht mal so gut ist. So, und ich glaube, ich muss mal weggehen, ne? Mist, das hat nicht geklappt. Oh, ein Golem ist auch schon kaputt. Eieiei. Ich gehe mal hier hinter, um hoffentlich die anderen Golems holen zu können. Aber die können gerade eh nicht viel ausrichten, weil die feige Sau hier natürlich die ganze Zeit fliegt. Und wir müssen die natürlich jetzt auch ein bisschen kloppen. Ich habe gerade einen Golem angegriffen. Oh, hups. Alter! Hilfe! 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 Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Golems angreife und dass sie deshalb mich irgendwann attackieren. Die Golems helfen einfach gar nicht. Ich glaube, sie lenken ihn ein bisschen ab, aber mehr auch nicht. Alter! Junge, Junge, hier geht ganz schön was ab, du! Können wir ihn auch so attackieren? Nee, ne, dafür fliegt er einfach zu hoch. Oh, Junge. Ich glaube, die Golems sind alle tot, ne? Schon wieder ein Totem gepoppt, Alter. Oh, 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 nicht gut. Gar nicht gut. Wir haben noch nicht mal die Hälfte vom Witherwack. Vom Witherwack. Vom Witherwack. Geh weg! Junge! Was meinst du, wer du bist, Alter? Was meinst du, wer du bist? Ja, ich hau dich! Ich glaub dich, Junge! Mir egal, wer du bist! Ich glaube dich! Ich werde dich vermöbeln, mein Junge! Ich werde dich vermöbeln! Es ist mir egal! Es ist mir einfach egal, Junge! Trank der Heilung! Bam! Wie gesagt, Trank der Heilung dürfte mich heilen. Trank der Stärke dürfte mich stärken, ihn nicht. Und da ist er down. Boah, Junge! That was pretty intense. Hier. Heile dich, mein Boy. Boah, ich dachte gerade, er wäre kaputt gegangen. Holy shit, Alter. Was ein Fight. Was ein Fight. Ich meine, der war jetzt ziemlich schnell vorbei. Für so eine Special-Folge. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es viel länger gehen würde. Ah, das war unnötig. Das tote Match mir sparen können. Guck mal, hier auch überall die Wither-Rosen. Wither-Rosen stehen dann, wenn der Wither jemanden killt, übrigens. Das sind hier wahrscheinlich die ganzen Golems, die der gekillt hat. Nee, es sind die... Ich glaube, bei Golems steht das nicht. Ich glaube, das sind die Küken, die er gekillt hat, ne? Die ganzen Hühner, die er umgebracht hat, die haben hier diese Rosen hinterlassen. Holy shit, ey. Hier noch der Glowstone-Staub. Das war ein fucking intenser Wither-Fight. Also, Daumen hoch dafür auf jeden Fall. 10 Wither-Rosen hat es uns gebracht und vor allen Dingen den Nether-Stern. Und den nehmen wir natürlich gerne mit. So, ich repariere gerade mal unseren Kumpel. Der passt jetzt hier auf. Der letzte Golem, der hier übrig geblieben ist von unserer Armee an Golems. Holy shit, ey. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die ganze Wolle dabei hatte. Ah, ja klar, die Wolle und, und die Eichenstämme. Die hatte ich natürlich dabei, um Betten zu craften. Falls wir den nämlich im Nether bekämpft hätten, wäre das nützlich geworden. So, hier ist Eisen, nehme ich jetzt mal nicht mit, auch wenn wir es bald brauchen können, aber das machen wir wann anders. Die ganzen Farmgeschichten und so. Ja. Boah, was ein Kampf, Alter, was ein Kampf. Ich hatte wirklich ein bisschen Schiss. Ich hatte wirklich ein bisschen Schiss, dass der uns down kriegt. Ich meine, er hat uns jetzt 3 Totems gezockt. Wir haben jetzt nur noch 1. Ich glaube, wir haben auch keine mehr auf Reserve, oder? Ich muss auf jeden Fall mal schauen. Aber ich hoffe, das war's wert, ne? Wir haben jetzt hier einen Netherstern bekommen. Mit dem können wir natürlich ein Leuchtfeuer bauen, wie es ja so schön heißt, glaube ich. Und ich lasse die beschwingte Musik jetzt einfach nochmal ein bisschen laufen an der Stelle. Ich denke mal, das wäre eine gute Sache. Boah, ich muss einfach runterkommen, ey. Junge, Junge, Junge. So einen Puls hatte ich lange nicht mehr bei Minecraft. Holy shit.
Holy shit. Das war episch. Das Bett lasse ich hier mal stehen, so als kleine Erinnerung an diesen epischen Fight. So, und jetzt reiten wir mit Ferdinand zurück in unsere bescheidene Butze. Holy moly. 29 Eisen haben wir gesammelt. Alles von den kaputtgegangenen Golems. Da hat uns der liebe Wither aber mal ganz schön den Poppes versohlt. Mein lieber Herr Gesangsverein. War jetzt halt auch auf schwer, ne? Also das ist natürlich die schwierigste Herangehensweise an dem Wither. Das ist ja natürlich deutlich stärker, als wenn man auf easy spielt oder so. Ich finde, ich habe mich ganz gut geschlagen. Vielleicht hätten wir sogar noch mehr in die Offensive gehen können. Der Wither-Effekt ist halt immer tückisch, weil dadurch, dass deine Herzen schwarz sind, siehst du halt auch nicht mehr so genau, wie viel Leben du jetzt noch hast. Und gerade ein Totem hätten wir uns wirklich sparen können. Da war der Wither ja schon längst tot, ganz am Ende. Das hätte ich mir definitiv sparen können. Da ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich da nicht einfach was gegessen habe. Ja, was soll ich sagen? Passiert halt, ne? Kann mal passieren, sowas. Und jetzt reiten wir heim und craften uns unseren wohlverdienten Netherstern. Netherstern? Nein, natürlich unser wohlverdientes Leuchtfeuer. Das war jetzt ein kurzes Special, ne? Aber es war mal was komplett anderes. Und es läuft immer noch die Kampfmusik. Ich habe extra so, ich glaube, 5 Lieder rausgesucht, die einigermaßen gut zum Fight passen. Ich bin davon ausgegangen, dass es länger dauern würde. Sage ich euch ganz ehrlich. Die Rüstung hat auch ganz schön Damage bekommen dadurch. Mein lieber Herr Gesangsverein, die habe ich ja auch nochmal komplett repariert. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor dieser Folge war oder ob wir das schon vor der letzten Aufnahme gemacht hatten. Boah. Intens. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das war wirklich intensiv gerade. Meine liebe Güte. Puh. Heavy. Aber wir waren sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben uns lange Zeit gelassen, bis wir mal einen Wither kloppen. Und man hat gesehen, das hat sich ausgezahlt. Also wir brauchen da wirklich ein paar Totems. Weil der kriegt einen einfach. Du kannst dich nicht die ganze Zeit gegen den verteidigen. Das funktioniert halt nicht. So, 10 Wither-Rosen. Ich weiß nicht ganz genau, was wir mit denen machen. Aber wir haben sie. Eisenhammer, goldene Äpfel. Und jetzt wollte ich mal schauen, ob wir noch Ersatztotems haben. Ansonsten müssten wir die auch mal demnächst farmen. Wir haben noch ein Ersatztotem. Das nehme ich auch gleich mal an mich. Hier haben wir noch die Schulkerkisten. Wunderbar. So. Das Holz lege ich mal hier hinten rein. Brett. Und dann noch diesen einen Endstein. Scheinbar kann der Wither auch Endstein kaputt machen. Krass. So, wie craftet man die Dinger nochmal? Ich glaube, wir brauchen dafür den Netherstern. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Glas. Und ich meine eine Gasträne noch, weil ich das Rezept noch richtig im Kopf habe. Glas brauchen wir einiges und dann eine Gastträne. Und die sollten wir haben. Und so ist es, weil die haben wir noch nie für irgendwas verwendet. Ich glaube, die kann man auch ansonsten für gar nichts verwenden. Von daher, wir machen Glas. Einmal drumherum. Dann die Gastträne, glaube ich, hier hin. Und einmal den Netherstern hier hin. Und es ist natürlich falsch rum. Ist das etwa nicht das Rezept? Huch, da ist eine Wasserflasche. Hui, jetzt ich fast ausgeschüttet. Warte mal. Leuchtfeuer. Ach, Obsidian brauchen wir. Hä, braucht man... Wo kommst du her? Das finde ich nicht gut. Monster haben ja eigentlich keinen Zutritt. Wo kommt der jetzt her? Von hier unten? Müssen wir unbedingt mal eine Eisentür einbauen. Haben wir sowas noch? Türen. Wir haben keine Eisentüren mehr. Man muss halt für den Moment eine normale Tür tun, ne? Wenn die nicht wieder eingerannt wird von irgendeinem Zombie. Zack. So. Also, wir brauchen Obsidian. Das haben wir ja gerade erst hier in die Schulkerkiste gepackt. Okay. Keks haben wir hier noch. Zack. 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 Leuchtfeuer. Gehen wir uns schlafen, so. Gehen wir erstmal schlafen, so aufgeregt sind wir da. Gehen wir erstmal schlafen. So, und die Frage ist, das packen wir erstmal hier rein. Die Frage ist, was brauchen wir, um Leuchtfeuer zu aktivieren eigentlich? Reicht da Eisen dafür oder müssen wir da so eine Pyramide erst bauen?
Bin mir gar nicht sicher. Ich würde das ganz gerne hier vorne erstmal aktivieren, bevor wir es wirklich brauchen. Ich weiß nicht, ob man für eine Pyramide braucht in irgendeiner Form. Das müssen wir jetzt mal. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich nehme mal diesen Block raus, den Magma-Block, und pack hier mal das Leuchtfeuer hin. Das reicht aber nicht. Also wir brauchen mindestens so eine kleine Pyramide. Ich weiß aber nicht, aus welchem Block die bestehen soll, ehrlich gesagt. Aus Obsidian, aus Lapis Lazuli, meine ich, wird ja nicht gehen, ne? Weil wir hier schon Lapis Lazuli haben. Ich glaube, da braucht man Eisen oder Gold oder Smaragd dafür. Wir gucken mal. Wir schauen mal nach. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unrund Minecraft läuft, ne? Also es ist schon ein Thema. So, wir haben, glaube ich, genug Golddinger für Goldblöcke. Die kann man ja auch wieder zurückcraften. 7. Machen wir nochmal ein. Und dann müsste das eigentlich schon reichen. Zack. 9 Stück. Das sollte passen. Probieren wir es mal mit Gold. Das Eisen haben wir ja noch mit dabei. Das ist gut. Muss ja nicht unbedingt der Block sein, aus dem die Pyramide ist, ne? Das ist ja so nicht, ne? So ist das ja nicht. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Ehrlich gesagt finde ich es erstaunlich, dass diese Zäune und der Baum und so kein Feuer fängt. Wo so in der Nähe offenes Feuer ist. Stark, Fridde. Stark. Oh, es hat geklappt. Den Nachbarn heimleuchten. Yeah! So, und wenn wir jetzt hier ein Eisen, nur mal zu Testzwecken, wenn wir jetzt hier ein Eisen reinpacken, dann können wir entweder Eile oder Schnelligkeit uns hinzufügen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt hier drauf drücke, ne, dann hätten wir einmal Schnelligkeit, das Eisen ist weg. Und dafür haben wir jetzt Schnelligkeit als Effekt. Oben rechts seht ihr es, ne? Also wir haben jetzt Schnelligkeit für ein paar Sekunden. Und solange wir uns in einem bestimmten Rahmen, also in einem bestimmten Dingens hier um das Leuchtfeuer herum bewegen, werden wir diese Schnelligkeit auch immer behalten. Je größer die Pyramide ist, die man darunter baut, aus Gold oder Dir oder Smaragd oder Eisenblöcken, je größer diese Pyramide ist, desto weiter reicht das Signal. Bin mal gespannt, ob das jetzt hier noch hält. Nee, hier ist vorbei. Gucken wir mal, ab wann wir den Beacon-Effekt haben. Ich glaube, es reicht nicht so weit. Guck mal, hier haben wir noch keinen Effekt. Hier haben wir jetzt einen Effekt. Okay. Und cool wäre natürlich, wenn wir solche Tempel bauen würden, die überall dieses Signal hätten und die einfach so über die Map verteilen. Also wenn wir so 20 Leuchtfeuer haben und du kriegst so überall mal irgendwie einen Boost in Schnelligkeit oder sowas. Das wäre schon lustig. Ja, und was man mit diesem Leuchtfeuer auch Lustiges machen kann, ist Folgendes. Ihr erinnert euch noch, als wir hier in die Sonne geguckt haben? Ja, das war sehr schön. Aber was wir auch machen können, Leute, und dafür möchte ich das hier nochmal umbauen, was wir auch machen können, und das wissen die allerwenigsten, dass das geht, wir können uns in eine andere Welt dimensionieren, Leute. Dimensionieren, wir können uns in eine andere Dimension bzw. Welt teleportieren, beamen. Dafür machen wir das so, zack. Ich glaube, jetzt müssen wir hier wieder die Lapis-Lazuli-Blöcke hinpacken, das funktioniert ja hier trotzdem, wunderbar. So, und dann brauchen wir jetzt natürlich noch den Eisenbarren, den ich jetzt ausgegeben habe. Das ist natürlich doof. Um es zu aktivieren. Ich mache mal die Musik aus. Das passt jetzt natürlich nicht mehr so ganz. So, dann packen wir das hier mal rein. Wobei, ich glaube, dafür brauchen wir keinen Eisenbarren. Dafür brauchen wir sogar ein Dia. Wir haben, boah, Junge, haben wir viele Diamanten. Das ist ja der Wahnsinn. Durch die Dingshacke, ne? Durch die Glückshacke haben wir so viele. Da kann man auch mal einen Diamant dafür verwenden. Warte. Wir müssen noch eine Sache bedenken. Der Ort, an den ich hinkommen will, ist der Sonne sehr nah. Und dadurch kann man sagen, dass der Sonne sehr nah ist, müssen wir dem Leuchtfeuer natürlich auch erklären, dass wir der Sonne nah sein wollen. Und das machen wir am besten, indem wir keinen gelben Farbstoff mehr haben. Hör doch auf. Färbemittel gelb, super. Das machen wir am besten, indem wir den Strahl, der nach oben geht, auch gelb färben. Das ist ganz, ganz wichtig, damit das Leuchtfeuer auch versteht, wo wir hinkommen wollen. Wir wollen in eine himmlische Welt. Das wäre so ein bisschen der Anspruch, ja, in eine himmlische Welt kommen. Das wäre richtig cool, wenn das klappen würde. Und deshalb auch.
Und deshalb bauen wir das jetzt nochmal zurück. Ja, ich weiß, es ist nervig. Ich bin ja auch selber dumm, weil ich es wieder vergessen habe. So, einmal bitte zack, 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 zack. So. Dann machen wir hier nochmal. Müssen nochmal einen Stockwerk tiefer. Ich weiß, es ist nervig, Leute. Blabiblub. Das wissen wir alle. Aber was willst du machen? So, zack, zack. Hier unsere Goldblöcke hin platzieren. Dann einmal das. Und dann können wir es, glaube ich, trotzdem so machen, ne? Das müsste ja gehen. So. Wieder einmal verbaut, weil ohne Verbauen geht das ja nicht. So, dann können wir jetzt hier das gelbe Glas draufpacken und haben jetzt einen gelben Strahl. Ich finde, er sieht auch ziemlich cool aus. Einfach mal so gelb. Man kann theoretisch auch Farben mixen, ne? Wenn du gelbes Glas und rotes Glas hast, dann kriegst du orangenen Strahl und so weiter und so fort. Geht alles. Aber was ich jetzt euch zeigen will, jetzt haben wir den gelben Lichtstrahl in den Himmel durch unseren heiligen Tempel, den wir in der Vergangenheit schon mal benutzt haben. Und wenn wir uns jetzt in den gelben Lichtstrahl stellen, Richtung Himmel gucken, okay, es müsste dafür wahrscheinlich Sonnenschein sein, weil der Weg zum Himmel ist ja jetzt momentan total blockiert, dadurch, dass es regnet. Können wir schlafen? Können wir schlafen? Wir können nicht schlafen. Ah, wisst ihr was? Lecco mio, ey. Lecco mio! Weather set. Achso, weather clear einfach nur, okay. Gut, wir machen das jetzt einfach so. Ja, ist gecheatet, ihr könnt mich gerne anzeigen. Alternativ hätten wir jetzt halt warten müssen, bis sich die Wolken verziehen, aber ist ja lame. Wäre ich jetzt hier, ja, ich habe was super Spannendes, was ich euch zeige. Aber wir stehen jetzt hier rum, bis es nicht mehr regnet. Ja, mega spannendes Let's Play. So, wir stellen uns jetzt in das gelbe Licht, schauen in Richtung Himmel, lassen uns vom Gelb des Leuchtfeuers erfüllen und reisen in eine himmlische Welt. Alter Schwede, 900 Folgen Let's Play Minecraft, gestartet am 28. Mai 2013, damals noch auf dem rebellische Rabaukenkanal die ersten zwei Folgen. Ich erinnere mich noch daran, dass die Soundqualität extrem schlecht war. Wir haben, glaube ich, auf der Version 1.7.4 oder so gespielt. Es war damals noch eine Minecraft-Beta-Version, die ersten zwei Folgen. Also es ist ewig her. Und genau, rebellischer Rabaukenkanal. Ich habe das Ganze damals an meinem Laptop aufgenommen. Dementsprechend schlecht war die Soundqualität, weil ich kein Mikrofon angeschlossen hatte. Das ist sehr, sehr lange her, Leute. Und jetzt, über 10 Jahre später, sind wir also bei Folge 900. Das ist ziemlich krass, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und insgesamt geht das Display Stand heute, also Stand Release dieser Folge, 10 Jahre und 71 Tage oder anders ausgedrückt 122 Monate und 10 Tage oder anders ausgedrückt 531 Wochen und 6 Tage oder anders ausgedrückt läuft das Display schon seit 3723 Tagen oder anders ausgedrückt vor 89.352 Stunden kam die erste Folge von Let's Play Minecraft damals raus. Jetzt sind es über 900 Folgen. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht ausdrücken, wie viele Videoaufrufe das Let's Play hat oder sonstige Stats kann ich euch jetzt gar nicht nennen. Oder kann ich euch das nennen? Naja, die Playlist hat auch 6480 Aufrufe, was auch absolut insane ist für eine Playlist. Das sind nicht die Aufrufe der Folgen, sondern wirklich nur der Playlist als solche. Das ist absolut insane. Und wir haben sehr, sehr viel erlebt. Wir haben eine sehr, sehr lange Reise hinter uns, was Minecraft angeht, auf diesem Kanal. Immer in derselben Singleplayer-Welt gewesen. Über so, so, so viele Jahre. Über mehr als ein Jahrzehnt. Das muss man sich mal vorstellen. Also nur, um das mal ins richtige Licht zu rücken. Natürlich, so wie viele andere, bin ich 2013 inspiriert vom großen Minecraft-Hype rund um Gronkh und all die anderen YouTuber, die es da so gab, auf Minecraft gestoßen. Hab's dann auch selbst gespielt und sofort für gut befunden. Und damals hat auch dieses Play angefangen. Ich erinnere mich noch, wie gesagt, Mai 2013 kam die erste Folge und die zweite kam kurz danach.
Und da war ich mir eigentlich gar nicht sicher, ob ich das Let's Play weiterführen will oder nicht. Und habe dann relativ lang gewartet, bis, glaube ich, September 2013. Und Folge 3 auf meinem Hauptkanal, also auf diesem Kanal hier, Frittenfriseur, veröffentlicht. Einfach um mal zu testen, ob das mir Spaß macht, ob das auch bei euch ankommt, ob da jemand Bock drauf hat und so weiter. Also eher als Pilot. Ganz, ganz vorsichtig das Ganze angefangen. Und ja, jetzt 10 Jahre später stehen wir hier mit 900 Folgen. Wahnsinn. Und ich bin mir sicher, die 1000 knacken wir auch noch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus gar nicht viel zu sagen. Ich möchte mich einfach bei jedem Einzelnen bedanken, der dieses Projekt supportet und unterstützt, der Kommentare schreibt, der Daumen nach oben gibt, der Ideen einfließen lässt, der sich vielleicht auch ein Haus hat bauen lassen in der Abonnentenstadt, und so weiter und so fort. So, so viele Dinge sind in der Zwischenzeit passiert. Es sind so viele Leute in meinem Umfeld, gerade auch was Let's Plays angeht, ne, in meinem Let's Player-Umfeld gegangen und wiedergekommen und neu gekommen natürlich auch und so. Das ist schon echt krass. Also auch die ganze Plattform, wie sie sich gewandelt hat in den letzten 10 Jahren, wie sich das Internet gewandelt hat in den letzten 10 Jahren. Insane, aber eine Konstante bleibt und das ist dieses Minecraft-Let's Play und dafür bin ich euch sehr dankbar und bin auch ja, allgemein dankbar, dass es YouTube gibt, dankbar, dass es Minecraft gibt, auch noch in der Form, wie man es von früher kennt, auch wenn vieles geupdatet wurde, blablablub, ist klar. Und ich hoffe, dieses kleine Special hat euch gefallen. Und wir werden uns dann ab Folge 901 wiedersehen. Und ich habe es ja schon ein bisschen eine kryptische Ankündigung gemacht am Ende der Folge. Und die kommen natürlich nicht von ungefähr, denn wir werden ab Folge 901 mal so ein bisschen was anderes machen. Ja, hoffe, ihr habt da Bock drauf, hoffe, ihr freut euch da drauf. Wir machen mal ein kleines Abenteuer. Sowas machen wir sonst nie eigentlich. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank für 900 Folgen Minecraft und euren ständigen, andauernden Support. Vielen, vielen Dank.